noch sehr oft. Hältst du mich nicht, mein verdorbenes Mädchen? Warum sagst du das? Na, weil ich mit dir denn nachts im Büro liege. Oh, kein Mädchen ist heilig. Warum weinst du? Weil alles so finster ist. Was denn? Würdest du mich auch lieben, wenn ich eine verlorene Seele wäre? Was ist das? Ich habe keine Eltern. Mit 12 bin ich eine Haustochter geworden. Aber der Herr ist mir immer nachgestiegen. Da habe ich mich gewehrt. Und ich habe mein Geld gestohlen, um weglaufen zu können. Und dann bin ich in eine Besserungsanstalt gekommen. Aber von dort bin ich ausgebrochen und wohne jetzt in einer Höhle und stehle alles, was mir unter die Hände kommt. Der Junge aus dem Dorf, der nicht mehr Puppen machen will, ist auch dabei. Aber ich bin die Älteste und die Anführerin. Aber du darfst das niemand sagen, dass ich so eine bin. Denn dann komme ich wieder in die Besserungsanstalt. Tut mir wirklich leid. Ich fühle so, dass ich das kleine Seele habe. Ja, jetzt fühle ich es auch, dass ich eine Seele habe. Du darfst es aber nicht missverstehen, denn jetzt, während ich bei dir bin, etwas im Lager gestohlen wird. Ich würde dich nie missverstehen. Nur mir. Mir darfst du nichts stehlen. Denn wir beide gehören zusammen. Ich heiße Eva. Eva. Ich werde dich immer beschützen. Du kommst in keine Besserungsanstalt mehr. In keine mehr, das schwöre ich dir. Ich werde immer für dich da sein. Ich wollte ihm den Stein auf den Kopf schlagen. Ja, ich wollte. Aber plötzlich sprang ein fremder Junge aus dem Dickicht, entriss mir den Stein und eilte dem Elm nach. Ich sah, wie ein Einbote um ihn redete.